Vizinho Vi vidite da naša općina prošla da ne bi mi se zaradi. Ovo je naša obitelj, znači svaki, svo svoje vrijeme provodimo to u zajednici. Das ist unsere Familie in Wirklichkeit, weil wir nämlich unsere ganze Zeit hier in der Gemeinschaft verbringen. Danas nemamo baš puno vremena, tako ćemo se potrudit da ukratko objasnimo sve ono što živimo danas, ono što je naš život. Heute haben wir leider nicht so viel Zeit, aber wir bemühen uns in dieser Zeit, die wir mit euch haben, das mit euch zu teilen, was wir hier lieben. Als erstes möchte ich euch natürlich bitten, dass wir gemeinsam beten, dass wir dieses Zeugnis also mit einem Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in der Ewigkeit. Maria, Königin des Friedens und der Versöhnung, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Gemeinschaft existiert seit 30 Jahren. In Zajednici živimo djevojke i momci koji su došli u Zajednicu da pitaju pomoć. In dieser Gemeinschaft leben Jungs, leben Mädchen, die eigentlich hingekommen sind, weil sie Hilfe, Hilfe gefragt haben. Svi mi koji smo tu, imali smo potrebu da promijenimo život iz različitih razloga. Wir alle, die wir hier sind, haben das Bedürfnis gehabt, aus verschiedenen Gründen heraus unser Leben zu verändern. Znači, nebitno kakva je naša prošlost, svi smo imali tu potrebu da napravimo jedan korak da bi promijenili taj život koji nije bio dobar prije. Unabhängig davon, wie unsere Vergangenheit war oder was sie beinhaltete, wir haben alle dieses Bedürfnis gehabt, unser Leben zu verändern in Bezug, wie es vorher war. Unsere Gemeinschaft wurde von einer Ordensschwester eröffnet, die genau solchen Personen helfen wollte. Sie heißt Elvira. Sie ist aus Italien. Zadnjih 30 godina će živi s nama, s mocima i djevojkama koji smo u zajednici. Und in den letzten 30 Jahren lebt sie mit uns in dieser Gemeinschaft, mit den Jungs und Mädchen, die hier sind. Na samom početku, kad je zajednica otvorena, prije toga u stvari, Elvira imala veliki poteškoće, ljudi nisu vjerovali da će ona biti u stanju da otvori jednu zajednicu tako. Ganz am Anfang, viel früher, bevor sie die Gemeinschaft eröffnet hat, hat sie große Schwierigkeiten mit den Menschen in ihrer Umgebung gehabt, weil niemand glauben wollte, dass sie fähig ist, so etwas zu eröffnen. Viele Menschen haben gedacht, wie kann eine einfache Ordensschwester, die gerade mal 3 Jahre Grundschule hat, Personen helfen, die oft sehr schlimm sind, sogar sehr gefährlich sind. Znate danas, ne znam, za ovisno, znači postoje doktori, stručnjaci, ljudi koji se školuju dugo vremena da bi pomogli na četim ljudima. Ihr wisst bestimmt, dass es mit den verschiedenen Abhängigen heute oder den Abhängigkeiten. Und ihr wisst, es gibt Ärzte, Therapeuten, ausgebildete Leute, um jenen zu helfen. Natürlich, samo tome uspjeh nije baš neki veliki, ali nema neki puno rezultata. Und trotz ihrer Ausbildung und im Wissen haben sie nicht wirklich groß Erfolg. Es gibt nicht wirklich besonders Resultate. Međutim, Elvira imala jednu drugu stvar. Elvira imala jednu veliku vjeru u Boga i vjeru da stvarno može se pomoći ljudima. Aber Schwester Elvira hatte einen großen Glauben und eine Überzeugung, dass man diesen Personen helfen kann. Sie hat immer wieder, jahrelang versucht, diese Gemeinschaft zu eröffnen. Zuletzt hat sie dann ein Haus in der Nähe von Turin in Italien bekommen.
Došla je sa druge dvije časne sestre ispred te kuće. Sie kam mit zwei weiteren Ordensschwestern vor dieses Haus. Ostali ljudi koji su bili sami su bili šokirani kad su vidjeli kuću, ne znam, bez prozora, bez vrata, kuću koja je zarasla u grmlje, koja je bila napuštena dugo godina. Die anderen, die noch mit ihr waren, waren total schockiert, weil sie haben diese Ruine gesehen, dieses Haus ohne Türen, ohne Fenster, total bewuchert, weil es jahrelang nicht genutzt wurde. Elvira je počela, znači, radit, počela je obnavljati tu kuću zajedno s prvim momcima koji su došli sa njom. Und trotzdem hat die Schwester Elvira begonnen, dort zu arbeiten und dieses Haus zu erneuern, nämlich mit den ersten Jungs, die sie mitnahm dorthin. Znači, ovdje je iskreno da ja još uvijek, znači, ne razumijem, znači, da je za mene čudo, kako su ti prvi momci odlučili da dođu sa Elvirom? Ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe es heute noch nicht, für mich ist es immer noch ein Wunder, dass ich überhaupt diese Jungs getraut haben, mit ihr gemeinsam dorthin zu gehen und das zu beginnen. Probajte vi sami jednu časnu sestru koja priđe obisnicima na ulici i kaže da trebaju doći sa njom, da će raditi zajedno, da će moliti, da će imati jedan život kako imamo danas koji je dosta puta težak. Versucht euch mal vorzustellen, da geht eine Ordensschwester auf die Straße, sammelt die Drogenabhängigen auf der Straße ein und sagt ihnen, ihr müsst jetzt mit mir gehen, ihr werdet mit mir arbeiten, mit mir beten. Das Leben, was wir heute in der Gemeinschaft führen, das werdet ihr mit mir gemeinsam umsetzen. Međutim, to se desilo, ti momci počeli živjeti sami, znači počeli su stajati njim primjer, ona je molila svaki dan, radila je s njima, razgovarala je o svojim osjećama, momci su počeli raditi iste stvari sa njim. Aber hier muss das ist passiert. Nämlich, sie hat wirklich mit den Jungs gebetet jeden Tag, sie hat mit ihnen gearbeitet und wir haben ihnen ein Vorbild und so haben die Jungs sich dies bei ihr abgeschaut. Zanimljivo je to da mi danas 30 godina posle radimo iste stvari, znači imamo isti dan, mi smo s ovom nemsku tim momci tada. Und es ist interessant, dass wir 30 Jahre später immer noch den gleichen Tagesablauf haben, wie diese Jungs vor 30 Jahren. Prva stvar, puno molimo u zajednici. Als erstes, wir beten viel in der Gemeinschaft. To je osnovna, znači osnovni dio temelj zajednice molitva. Das ist also das Fundament, Grundsäule der Gemeinschaft ist das Gebet. Pored toga puno radimo, radimo naše poslove koji su dosta puta fizički zahtjevni, teški. Dann arbeiten wir viel häufig, tun wir auch Arbeiten tätig, wenn die physisch, also körperlich sehr schwer sind. I postoje jedna stvar koja je dosta teška, isto tako, pričat o sebi, znači pričat o svojim osjećajima, o stvarima koje živimo unutar. Und es gibt noch eine Sache, die recht schwer ist, nämlich als drittes, dass wir über uns selbst sprechen, das was wir in unserem inneren Leben. Na početku to bude čak i najteže, otvoriti se pred drugim ljudima, znači stvar koju nikad nismo radili prije, biti iskren. Am Anfang ist das nämlich am schwersten, mich vor jemandem anderen zu öffnen, ehrlich zu sein. Das waren Dinge, die ich vorher nie getan habe. Rekao sam na početku, kad uđemo u zemlju, donesemo jednu prošlost za sebe, donesemo jedno ponašanje koje nije jedno ponašanje normalno. Ich habe schon gesagt, also am Anfang, wenn wir in die Gemeinschaft kommen, bringen wir natürlich auch hierhin ein Benehmen, was nicht normal ist. Potrebno je vrijeme da bi čovjek počeo biti iskren sa sobom, da bi počeo sebe doživljavati na jedan način iskreno. Und es bedarf einer Zeit, dass man ehrlich wird, dass man sich selbst ehrlich oder wahrhaftig erlebt. Dio našeg programa, znači naše svakodnevnice je jedna podjela. Mi se ustanemo ovako ispred svih ostalih momaka i pričamo o sebi, o svom danu, u proteklih nekoliko dana, šta smo to živjeli. Ein Teil unseres Alltages ist es also, dass wir jeden Morgen vor den anderen aufstehen, die alle versammelt sind und erzählen, was wir den Tag vorher in den letzten Tagen innerlich durchlebt haben, gefühlt haben. Interesantno je to da u zajednici nikad niste sami, znači nikad vrijeme ne provodite sami sa sobom. Interesantno je to osobim, da smo mi neke menšati ni alajni isti. Man verbringt ni alajni zajedno mit sich selbst. Radimo zajedno, molimo zajedno, ručamo zajedno, peremo svoju rugu zajedno, spavamo zajedno, sve radimo zajedno. Ob wir zusammen arbeiten, zusammen beten, zusammen essen, unsere Klamotten zusammen waschen oder in den gleichen Zimmern schlafen, wir machen alles zusammen. Okay. Na taj način zajednica se počela širiti dalje. Mnogi momci su htjeli ući u zajednicu, međutim u toj kući više nije bilo mjesta. Auf diese Art und Weise hat sich unsere Gemeinschaft immer weiter verbreitet. Viele Jungs wollten in die Gemeinschaft eintreten, aber es gab keinen Platz mehr im Haus. Elvira je rekla na samom početku da ćemo mi živjeti od Božje providnosti. Znači da nećemo, da ćemo povjeriti sve naše potrebe Bogu. Schwester Elvira von Anfang an gesagt, all das was wir bedürfen,
werden wir aus der Vorsehung Gottes empfangen. Wir vertrauen uns ihm an. To bi značilo isto tako, znači hrana koju jedemo svaki dan, odjeća koju imamo, alat s kojim radimo, apsolutno sve. Was bedeutet die Nahrung, die wir jeden Tag essen, das Werkzeug, mit dem wir arbeiten, die Kleidung, die wir anhaben, alles, absolut, alles kommt aus der Vorsorge. Čak je rekao i našim roditeljima, kad smo ulazili u zemlju, da ne trebaju plaćati za nas, da ne trebaju donijeti ništa. Sie hat sogar unseren Eltern gesagt, dass wir eingetreten sind, ihr braucht nichts für sie zu bezahlen, sie müssen nichts mitnehmen. Zahvaljujući toj providnosti mi, evo, 30 godina živimo tamo i stvarno ništa nam ne nedostaje, imamo apsolutno sve što nam je potrebno. Dank dieser Vorsehung leben wir seit 30 Jahren so. Und es mangelt uns wirklich an nichts. Also wir haben alles, was wir benötigen. Zajednica se počela širiti polako, rekao sam, danas imamo 60 kuća u čitavom svijetu. Und die Gemeinschaft hat sich langsam verbreitet. Und wie ich gesagt habe, heute haben wir 40 Häuser in der ganzen Welt. Imamo kuće u Europi, u Americi. Wir haben Häuser in Europa, in Amerika. Ove godine smo otvorili prvu kuću u Africi. Dieses Jahr haben wir unser erstes Haus in Afrika eröffnet. Otprilike ima nas 2000 djevojaka i momaka koji smo u zajednici. Und ungefähr sind wir zurzeit 2000 Jungs und Mädchen, die in der Gemeinschaft sind. To ste momci koji su nakon puta koji su prošli zajednici postali svećenici. Es gibt sogar Jungs, die nach ihrem Weg in dieser Gemeinschaft dann Priester geworden sind. Oni još uvijek dan danas žive u zajednici, žive s nama. Sie leben heute noch in der Gemeinschaft, leben mit uns zusammen. Imam veliki broj djevojaka koji su postali časne sestre. Wir haben eine ganz große Zahl an Mädels, die Ordensschwestern geworden sind. U Južnoj Americi imamo misijske kuće gdje djevojke i momci zajednice žive sa djecom iz tih dijelova svijeta. In Südamerika haben wir Missionshäuser, wo Jungs und Mädchen aus unserer Gemeinschaft dann dort leben und Kinder von der Straße aufnehmen. To su djeca koja su napuštena od roditelja, djeca koja žive na ulici, djeca koja često puta je bolesna. Kinder, die also selbst von den Eltern verlassen worden sind auf der Straße, die häufig selbst krank sind. Zamislite koja je to znači milost Božja ukazana nama, nama koji prije nismo cijenili svoj vlastiti život. Danas ti ljudi žive s tom djecom i daju jedan dio svog života za njih. Stellt euch mal vor, was für eine Gnade das für uns ist. Wir, die wir früher nicht mal unser eigenes Leben geschätzt haben, jetzt vertraut uns der Herr diese Leben an und wir schaffen es dort für sie zu leben. Načinam sad pričati o sebi, tako da kasnije kad završimo, ako bude vremena, možete pitati i stvari koje ne budu jasne. Ich möchte auch noch etwas über mich selbst erzählen. Hinterher, wenn ihr noch genügend Zeit haben, können Sie natürlich auch ein paar Fragen stellen, wenn Ihnen etwas zufällig nicht klar ist. Ja, u zemlji živim već neko vrijeme, a razlog zbog kojeg sam došao u zemlji je bio taj, što sam imao jednu veliku potrebu da promijenim svoj život. Ich lebe schon eine lange Zeit in der Gemeinschaft. Der Grund, warum ich hingekommen bin, war dieses Bedürfnis, mein eigenes Leben zu verändern. Ich war eine Person bis dahin, die nicht das Leben geschätzt hat. Ich habe auf eine Art und Weise gelebt, die sehr unordentlich war. Verantwortungslos. I živio sam daleko od Boga, nisam bio vjernik. Ich habe entfernt von Gott gelebt und ich war nicht gläubig. Tako da sa neke 20 godina našao sam se u jednoj situaciji veoma teško, bio sam bolestan po drogama već dugo vremena. Mit 20 habe ich mich dann in einer Situation wieder gefunden, wo ich die sehr schwer war, wo ich schon eine längere Zeit abhängig von Drogen war. I način na koji sam ja tada razmišljao bio takav da nisam htio da se mijenjam. Znači nisam imao želju da se promijenim, htio sam živjeti tako. Die Art und Weise, wie ich damals gelebt habe und gedacht habe, war so, dass ich in Wirklichkeit mich nicht verändern wollte. Ich wollte gar nichts ändern, ich wollte so weiterleben. Znači, živeći tako, tu nisam bio samo ja, imao sam jednu obitelj koja je živjela sa mnom. So lebend war ja nicht davon betroffen, sondern auch meine Familie, die mit mir lebte. Imao sam prijatelje koji su bili blizu mene. Freunde, die in meiner Nähe waren. Znači, dosta ljudi za koje sam bio vezan na neki način. Viele Menschen, mit denen ich auf irgendeine Art und Weise gebunden war. Sad zamislite, znači, koja je to bila koja laž je bio moj život. Oni nisu imali pojma o tome, znači niko nije znao da se ja drogiram, da imam problem taj. Jetzt stellt euch mal vor, was für eine Lüge mein Leben war, auf was es überhaupt aufgebaut war, weil sie, diese Freunde, keine Ahnung haben, dass ich überhaupt abhängig bin. Na kraju, znači, kad su došle sve one stvari koje idu sa drogom, oni su shvatili o čemu se radi. Aber dann, zuletzt, wenn all diese Dinge kommen, die man mit der Droge verbindet, wo es dann schlimm wird, dann haben sie endlich begriffen, worum es geht. A droga me naučila upravo to, da budem lažan, da se promijenim za svaku situaciju koja dođe, znači da budem jedna druga osoba sa svima. Die Droge hat mir nämlich genau
falsch zu sein, lügenhaft, immer andere Gesichter in verschiedenen Situationen zu haben. Uspjeva sam u školi biti jedan učenik koji je normalan, koji čak profesori vole. Ich habe sogar geschafft, in der Schule normaler Schüler zu sein, der von den Professoren geliebt wurde. Sa susjedima sam bio jedno normalno dijete, uvijek bi se pozdravio za utjeo, bi se pomogao bi nekad. Mit den Nachbarn war ich anscheinend sehr gut. Ich habe verhalten, nach kurz mit ihm geredet, sogar manchmal ihm auch geholfen. U očima roditelja sam bio najbolje dijete na svijetu. In den Augen meiner Eltern war ich das beste Kind auf Erden. Tako da, živeći tako jednostavno, imao sam još veću potrebu da sakrijem to svoje ponašanje. Aber so lebend hatte ich immer mehr das Bedürfnis, mein Benehmen zu verstecken. Da bi sakrio jednu laž, morao sam izmislit nekoliko novih. Um eine Lüge zu verstecken, musste ich ein paar neue mir ausdenken. Sad zamislite šta je to bilo nakon nekoliko godina takvog života. Jetzt stellt euch mal vor, was das war nach einigen Jahren dieses deutschen Gehirns. Ja sam došao, ušao sam u zajednicu, ja stvarno nisam poznao sam sebe. Ich bin also in die Gemeinschaft hineingekommen und habe mich selbst nicht mehr gekannt. Ja, upravo zbog tih različitih lica koja sam imao. Ja nisam znao koje su moje osobine, kakav sam ja čovjek u stvari. Nämlich wegen der vielen Gesichter, die ich hatte. In Wirklichkeit wusste ich gar nicht, was sind meine Gefühle, was bin ich und wer bin ich als Person. Svaki momak kad uđe u zajednicu dobije jednog anđela čuvara, momka koji bude sa njim čitavo vrijeme, prvih mjesec dana, non stop zajedno. Aber jeder junge Mann, der in unsere Gemeinschaft kommt, kriegt einen jungen Mann zur Seite gestellt, den wir hier Schutzengel nennen. Und der mindestens einen Monat mit ihm konstant zusammen ist. Tako sam ja dobio isto svog anđela čuvara koji je bio pored mene. So habe ich also auch meinen Schutzengel bekommen, der die ganze Zeit neben mir war. I taj momak mi je rekao istinu u lice, svaki put kad mi napravio nešto pogrešno, svaki put kad sam bio važan, kad sam pokušao da izbjegnem neki posao koji je bio težak, on mi je to rekao. Dieser junge Mann hat mir immer die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Jedes Mal, wenn ich falsch war, wenn ich gelogen habe, wenn ich mich versucht habe herauszubinden, dann faul war und ich arbeiten wollte, jedes Mal hat das mir gesagt. Ja, to je jedna istina koja je dosta puta teško prihvatiti, jednu istinu takvu. Aber es ist eine Wahrheit, die häufig sehr schwer fällt, so eine Wahrheit anzunehmen. Vor allem, weil dieser Schutzengel noch 5 Jahre jünger war als ich. Er war aus Polen, ich bin aus Bosnien, wir haben nicht mal die gleiche Sprache gesprochen. Ihr könnt mir glauben, ich habe ihn sofort am Anfang gehasst. Meni je smetala njegovo prisustvo. Seine Anwesenheit überhaupt hat mich schon gestört. Međutim, narednih dana razmišljao sam zašto se on tako ponaša prema meni, zašto radi sve to. Doch in den nächsten Tagen habe ich immer wieder darüber nachgedacht, warum benimmt sich mir gegenüber so, warum tut das immer? Mi smo se tad vidjeli prvi put, prije se nismo znali. Wir haben uns da das erste Mal gesehen, wir kannten uns überhaupt nicht. Na početku ja nisam mogao da radim, on je radio dupli posao, znači radio i za mene. Am Anfang konnte ich nicht arbeiten, also hat er doppelte Arbeit gemacht. Er hat sogar meine Arbeit mitgemacht. Selbst wenn ich ihm gegenüber hart oder grob war, war er immer geduldig, hat ein Lächeln für mich. Die ersten paar Nächte hat er nicht geschlafen, weil ich selbst nicht entschlafen konnte. A ja nisam imao ništa da mu dam za to, znači nisam mogao da mu platim, nisam mogao čak ni da uradim ništa za njega drugo. Und ich hatte nichts, was ich ihm hätte dafür geben können. Ich habe nichts gehabt, ich habe kein Geld gehabt, um ihm damit etwas zu bezahlen oder sonst irgendetwas, was ich ihm hätte geben können. On je kasnije rekao da je on ušao u zemlju radi istog problema koji sam imao ja, da je bio apsolutno isti kakav sam bio ja prije. Später hat er mir dann gesagt, ich bin in die Gemeinschaft gekommen mit dem gleichen Problem wie du auch. Ich habe das gleiche Problem gehabt wie du. Vjerujte mi, nakon dugo godina mog života prijašnjeg, ja sam sad za prvi put pomislio da je moguće promijeniti se. Glaub mir, nach so vielen Jahren eines falschen Lebens, war das der erste Moment, wo mir der Gedanke kam, es gibt anscheinend doch eine Möglichkeit, mich zu verändern. Jedna stvar koja mi se pala na pamet. Ja sam s tim momkom svako jutro u 4:30 odlazio u štalu da mu uzimo kravu. Eine Sache, an die ich mich jetzt noch erinnere, ist, dass ich damals jeden Morgen um 4:30 mit ihm in den Stall gegangen bin, um Kühe zu melken. Ja sam tad mislio da je to nešto najgore što mi se moglo desiti u životu. Ich habe damals gedacht, das ist das Schlimmste, was mir überhaupt im Leben passieren kann. A imao sam njega pored mene koji je to radio s osmijekom. Znači, čitao vrijeme se smio, bio je raspoložen. Und ich habe ihn neben mir gehabt, und er hat das mit einem Lächeln getan. Er war die ganze Zeit und war ein Lächeln in seinem Gesicht.
Ja sam polako prestao mrziti tog momka, počeo smo raditi jedno prijateljstvo, postali smo bliži. Und ich habe langsam Schritt für Schritt aufgehört, ihn zu hassen. Wir haben eine Art Freundschaft aufgebaut oder wurden uns, kamen uns immer näher. Prve svoje poteškoće sam podijelio sa njim, počeo sam se otvarati. Meine ersten Schwierigkeiten habe ich mit ihm geteilt. Ich habe begonnen, mich zu öffnen. Počeli smo zajedno moliti. Wir haben begonnen, gemeinsam zu beten. E, tako je moj put u zajednici krenuo. Und so begann mein Weg in der Gemeinschaft. Taj momak je kasnije otišao u Poljsku, izašao u zajednicu, završio je svoj put. Dieser junge Mann ist dann nach Polen gegangen, ist aus der Gemeinschaft ausgetreten, er hat seinen Weg beendet. Međutim, ja se sjetim njega često zato što je on bio zajednica za mene. On je bio jedan konkretan primjer šta je naša zajednica. Ich erinnere mich häufig an ihn, weil für mich am Anfang die Gemeinschaft war. Er war ein konkretes Beispiel, was die Gemeinschaft überhaupt ist. Jer ovdje ne postoje nikakvi stručnjaci, jel, doktori, ne znam, profesionalci, ljudi koji rade tu. Postoje samo momci koji tu žive. Denn hier gibt es keine Fachleute, Professoren, Ärzte, irgendwie, die hier irgendwie arbeiten. Nein, hier gibt es nur Leute, die mit uns gemeinsam leben. Svaku stvar koju on meni rekao da trebam raditi, on je bio prvi koji je to radio. Jede Sache, die mir nannte, dass ich sie tun sollte, die hat zuerst selbst gemacht. Zajednica u stvari funkcioniše tako, momci prenose na druge svoje iskustvo, ono što su naučili, ljubav koju su dobili od Boga prenose na druge. Und so funktioniert die Wirklichkeitsgemeinschaft, das nämlich die Erfahrungen, die die Jungs hier gewonnen haben, die Liebe, die sie selbst bekommen haben, sie auf den Nächsten übertragen. To je jedna stvar koja je dosta bitna, jer Vira kaže upravo to, znači nije dovoljno ne činiti ništa loše, nije dovoljno prestati se drogirati i stati tu. Schwester Elvira sagt, das ist für mich eine sehr wichtige Sache, dass sie sagt, es ist nicht ausreichend, gut, nichts Böses zu tun oder nicht mehr Drogen zu nehmen und da Halt zu machen. Potrebno je činiti dobro, znači činiti dobro svaki dan, prenijeti to dobro koje smo mi dobili na nekog ko danas ima potrebu za tim. Sondern es bedarf auch dessen, dass man Gutes tut, dass man das Gute, was man selbst empfangen hat, übertragen kann auf jemand anderen. Nakon vremena koje je prošlo, ja sam u zajednici primio svete sakramente koje nisam imao prije. Nach einer gewissen Zeit, in der ich in der Gemeinschaft war, habe ich auch dann die Sakramente empfangen, die ich vorher nicht hatte. Najveći dar koji sam dobio od zajednice upravo taj. Das ist die größte Gabe, die ich in der Gemeinschaft empfangen habe. Moja obitelj se promijenila, roditelji su počeli moliti. Meine Familie hat sich verändert, meine Eltern haben begonnen zu beten. Naš međusobni odnos je danas drugačiji. Danas se srećemo u jednoj atmosferi koja je atmosfera zajednice, molitvena. Unser Verhältnis untereinander ist vollkommen anders. Jetzt treffen wir uns in einer Atmosphäre, die ähnlich in der Gemeinschaft ist, auch in Freundschaft und im Gebet. Uspio sam nakon, ne znam, 25 godina prvi put s roditeljima pričati o stvarima koji živim unutar sebe, o svojim osjećajima, stvar koju nikad prije nisam napravio. Ich habe es an 25 Jahren das erste Mal geschafft, wirklich mit meinen Eltern zu reden über Dinge, die ich fühle, über mein inneres Dinge, das, was ich vorher nie gemacht habe. Kroz molitvu zajednice mi je dalo to da budem iskren, prvo sa samim sobom, znači da realno sagledam sebe, ko sam ja danas. Durch das Gebet hat mir die Gemeinschaft die Möglichkeit gegeben, dass ich als erstes mich selbst realisiere, wer bin ich wirklich. U zajednici se desi isto tako da napravimo korak unazad, da napravimo neku grešku. Natürlich geschieht es auch in der Gemeinschaft, dass wir einen Schritt nach hinten machen, einen Fehler begehen. Međutim, ja danas nemam potrebu da to krijem, znači nemam potrebu da okrenem glavu od samog sebe. Doch ich habe heute nicht das Bedürfnis, dies zu verstecken oder, sagen wir mal, den Kopf von mir selbst wegzudrängen. Ja, imam priliku da to popravim, znači da se dignem kad padnem, da nastavim dalje. Sondern ich habe das Bedürfnis, dies auszubessern, also wieder aufzustehen, vorwärts zu gehen. Nakon nekog vremena moj otac je bio tu na iskustvu s nama, znači živio je ovdje sa mnom neko vrijeme. Nach einer gewissen Zeit war mein Vater hier. Und hat dann Erfahrungen bei uns gemacht, hat mit uns zusammengelebt hier. Ey, to je bio jedan period prelijep za mene. Po prvi put smo bili čitave dane zajedno. Das war wirklich ein wunderbares Erlebnis für mich, weil wir das erste Mal wirklich die ganzen Tage zusammen waren. Ja, među nama je bilo stvari iz prošlosti koje nismo nikad dodirnuli, znači stvari koje su bile zatvorene. Unter uns gab es Dinge aus der Vergangenheit, die wir vorher nicht berührt haben. Dinge, die wir immer in uns verschlossen hatten. Ja sam imao jednu savjest unutar sebe koja mi je govorila, znači da znam pitati oprost roditelja za sve ono što sam ja napravio prije. Dann hatte ich in mir eine Art Gewissen, das mich immer wieder drängte, meine Eltern um Vergebung zu bitten für all die Dinge, die ich vorher ihnen angetan habe oder angestellt habe. Tu sam imao priliku da provedem vrijeme s ocem, da radimo zajedno, da molimo zajedno, da jednostavno živimo ovaj život kakav je u zajednici, koji je čist.
Hier hatte ich immer wieder die Möglichkeit, mit meinem Vater gemeinsam zu beten und zu leben, zu arbeiten. Also auf eine Art und Weise zu leben, die rein ist. Das erste Mal in unserem Leben haben wir einander um Vergebung gebeten oder haben Entschuldigung gesagt. Das sind die Dinge, die ich in der Gemeinschaft gelernt habe, nämlich um Vergebung zu bitten. Iako vjerujete, i danas je teško, jel? Danas kad se posvađamo između sebe, ne ostane tako, pričamo o tome, razgovaramo. I könnt mir glauben, auch heute noch fällt mir das schwer, wenn wir Streit haben. Und dann auch hier den Fehler begehen, aber hier sprechen wir offen darüber. I dosta puta zadrti glas u tom momentu kad trebate reći, ja sam pogriješio, bila je moja krivnja. Und immer noch zittert mir dann die Stimme, wenn ich losgehen muss und sagen muss, du, es tut mir leid, ich habe den Fehler begangen, es war meine Schuld. Ich suči upravo to pobjeđivati u stvarima koje su teške. Znači napravi taj korik, popijen se iako je teško. Doch ist der Lehrer, der hat uns genau dies, nämlich diesen Schritt zu tun und zu besiegen, auch wenn es schwer ist. So dass ich heute Gott dankbar bin, dass ich überhaupt lebe. Ja, dass ich an Dingen, für die ich früher überhaupt keinen einzigen Gedanken verschwendet hätte. Und wegen all dem, was ich in der Gemeinschaft empfangen habe, will ich auch heute noch dieses, dass ich gerne in der Gemeinschaft bleiben möchte. Um Gott auf so eine Art und Weise nahe zu sein. Wir haben ein bisschen auf die Uhr geschaut, damit ich nicht zu lang rede. Wir überlassen dem Peter natürlich jetzt auch mal die Möglichkeit, etwas zu sagen. Und wenn ihr dann ein paar Fragen habt, dürft ihr die stellen. Während seines Zeugnisses habe ich darüber nachgedacht, was soll ich erzählen. Und er hat mir alles weggenommen, er hat alles schon gesagt. Dann schauen Sie, die Geschichte von uns Jungs, die wir in der Gemeinschaft sind, ist eigentlich gleich. Ob jetzt jemand Drogen genommen hat, oder Alkohol getrunken hat, oder gespielt hat, oder sonstiges, wir sind alle gleich. Vidite, ja danas vidim da stvar zapravo nije bil taj problem, alkohol ili droga. Heute erkenne ich oder sehe ich, dass mein Problem nicht der Alkohol oder die Droge war. Moja droga je bila prva koju sam uzeo je bila laž. Meine erste Droge, die ich überhaupt genommen habe im Leben, war die Lüge. Znači, kad sam prvi krat slagao svoje roditelje. Als ich das erste Mal meine Eltern belogen habe. Dolazi iz jedne obitelji kršćanske. Ich komme aus einer Familie, die christlich ist. Die nikad nije falio novac. Wo es nie an Geld mangelt. Imao sam jednog brata koji je umro, kojeg nisam upoznao. Ich hatte einen Bruder, den ich nicht kennengelernt habe, weil er vorher gestorben ist. Tako da sam bio jedinac i dobio sam sve. So dass ich der einzige Sohn war, das einzige Kind, ich habe alles gekriegt. Tako da bi pomislio jednu stvar, sutra dan bi mu dobio. Wenn ich mir heute etwas gewünscht habe, dann habe ich es am nächsten Tag schon gehabt. Ako bi želio neke otišao bi. Wenn ich irgendwo hin wollte, durfte ich gehen. I tako je išao moj život. So verlief mein Leben. Na jedan pogled izgledalo sve okej. Von außen her gesehen, auf einen Blick sah alles okay. Išao sam u školu, dobro ocijene sam imao. Ich bin in die Schule gegangen, ich habe gute Noten gehabt. Imao sam djevojku. Ich habe eine Freundin gehabt. Igrao sam rukomet za reprezentaciju. Ich habe Handball gespielt für die Nationalmannschaft. Sve normalno. Alles normal. Ali ubiti se taj moj egoizam. Aber mein Egoismus. I to ta moja laž, da sam postala jedna lažna osoba. Und meine Lüge, dass ich so eine falsche Person geworden bin. Tako sam postao jedan narkoman bez droge. So bin ich eigentlich zu einem Abhängigen geworden, ohne die Droge. I droga, alkohol i te probleme su stigli kasnije kad sam sustrao loše društvo. Und Droge, Alkohol und diese Dinge, die Substanzen, sind erst hinterher gekommen, als ich dann so eine schlechte Klicke hineingerutscht bin. I kasnije sam izgubio sve. Und dann habe ich alles verloren. Ali zapravo, danas sam odlučio više pričat od trenutka, moj život od trenutka kad sam rekao dosta droge. Aber heute habe ich entschieden, ich möchte nicht mehr über mein Leben reden, feuern,
sondern von dem Moment an, wo ich es geschafft habe, den Oben Nein zu sagen. Aber es ist natürlich wichtig, Ihnen auch zu erzählen, was ich vorher war, damit ihr den Unterschied feststellen könnt zu dem Jetzt. Für mich ist es so, dass für mich die Gemeinschaft das Leben gerettet hat. Zajednica vas pošale posle nekog vremena, vas pošale kući. Die Gemeinschaft sendet sie, nachdem man eine gewisse Zeit bei mir war, mal nach Hause. Kad sam prošao ja skroz ulicu, als ich dann durch die Straßen ging, da sam video svoje prijatelje, dann habe ich meine Freunde gesehen. I neko je s njih su poginuli. Einige von ihnen sind ums Leben gekommen. Većina knjige u zatvoru. Die meisten von ihnen waren dann schon im Gefängnis gewesen. I ostali se još uvek drogiraju. Die anderen haben immer noch Drogen genommen. I ja se sada ovde stojim. Und jetzt stehe ich auf einmal hier. I vama to pričam. Und erzähle ihnen das. Ja iz Slovačke. Ich aus der Slowakei. Ovde u Bosni i Hercegovini. Hier in Bosni und Herzegovina. Vama iz Austrije. Euch aus Österreich erzähle ich das. Na hrvatskom jeziku. Und das auch in kroatischer Sprache. Znači, stvarno jedno čudo. Für mich ist es ein Wunder. Vidite, ja sam ušao u zajednicu s 19 godina. Schauen Sie, ich bin 19 in die Gemeinschaft eingetreten. Bez volje za životom. Ohne den Willen fürs Leben. Ušao sam u istu kuću kako je ušao on. Ich bin ins gleiche Haus eingetreten wie er auch. U Hrvatsku. In Kroatien in ein Haus. Kad me vozali su me 1000 km od kuće. Und ich erinnere mich, dass ich ungefähr 1000 Kilometer von zu Hause weg war. Pola puta roditelje, pa kasnije su me momci uzeli. Den einen Weg haben meine Eltern mich gefahren, und auf einer Strecke haben die Jungs mich abgeholt. Da je trojica Hrvata u autu. Und es waren drei Kroaten im Auto. Nisam razumio ništa. Ich habe kein einziges Wort verstanden. I čitavo to vrijeme znao sam za zajednicu samo da se živi iz provinosti, da se puno radi, moli. Und das Einzige, was ich über diese Gemeinschaft gewusst habe, war, dass man hier viel arbeitet, viel betet und dass sie von der Vorsehung Gottes lebt. Und den ganzen Weg, so lange wie vorhin, habe ich darüber nachgedacht, was es zum Mittagessen geben wird. Tako da sam došao tamo u kuću, u blagovolnicu. Ich kam also in dieses Haus, in den Speiseraum. I gledam ovako skroz prozor kuhar. Und ich schaue in den Koch an. Kuhar ima dva tula zuba i smije se na me. Und der Koch hatte zwei faule Zähne in meinem Mund, und da hat mich angelacht. Iza njega je bio nered u kuhinji, ko da je bomba eksplodirala. Hinter ihm in der Küche war so eine Unordnung, als wenn eine Bombe explodiert wäre. Šta mogu reći, ručak bil dobar. Was sollte ich sagen, das Essen war gut. I kasnije dolazi taj moj anđel čuva. Und dann kommt also mein Schutzengel. Bio je jedan Čeh. War ein jemand aus der Tschechei. I svako, mi u zajednici imamo, svaki ima neku obavezu. Und es ist so, dass wir in der Gemeinschaft alle eine Art Verantwortung und dafür Pflichten haben. Naša, uzeme, rekao je, naša prva obaveza će biti štala. Und er hat mich an die Hand genommen und hat gesagt, unsere erste Aufgabe und Verpflichtung ist der Stall. Kad smo ušli prema onoj štali, već sam odavla osjećao. Und als wir zu diesem Stall gingen, habe ich ihn von weit her schon gerochen. I vidite, ja sam iz jednog grada, nisam viđao baš životinje da sam viđao vani. Schauen Sie mal, ich komme aus einer Stadt. Ich habe nicht wirklich viele Tiere in meinem Leben lebendig bis dahin gesehen gehabt. I uvijek sam u životu želio biti veterinar. Obwohl ich eigentlich mein Leben immer Veterinär werden wollte. Da mi taj anđel čuva, rekao, evo, sad se možeš brinuti. Dann hat mein Schutzengel mir gesagt, genau die richtige Lösung. Jetzt kannst du dich um Tiere sorgen. Prva stvar koju mi dalje radim, čišćem. Das erste, was ich tun musste, war den Stall ausmisten. Tako vidite, ja nikad nisam imao dobar odnos s mojom majkom. Schauen Sie, ich hatte nie vorher ein gutes Verhältnis mit meiner Mutter. Znači svaka naša priča je završila svađom. Jede unserer Gespräche endete mit einem Streit. I baš zbog toga, pošto mi je govorila istinu. Und zwar gerade deshalb, weil sie mir immer wieder die Wahrheit sagte. Ja nisam to znala prihvatiti. Und ich wusste nicht, wie ich das annehmen soll. Onda bi sam pobjegao. Da bin ich weggelaufen. I kad sam došao tamo, taj momak na toj štali je počeo govoriti iste stvari koje mi je govorila moja majka. Und dann war ich in diesem Stall und dieser junge Mann erzählte mir die gleichen Dinge wie meine Mutter auch. Govori, nevjerovatno, 1000 km sam od kuće i iste stvari slušam. Und ich habe darüber nachgedacht, jetzt bin ich schon 1000 Kilometer von zu Hause weg und höre mir die gleichen Dinge wieder an. Znači, morao sam čistiti tam. Und dann musste ich auch das ganze Zeug noch sauber machen.
ne priča hrvatski, nije priča na naš jezik. Aber ja, ich brauche dich gebetet, ich nicht unsere Sprache gesprochen. Zbog toga da naučim brže. Damit ich schneller lerne, nämlich. Još kad mi, isto sam se morao ustati na mužnju koje je on u četiri ujutru. Genau wie er muss ich um 4 Uhr morgens aufstehen und 34 Uhr steif Kühe melken. One, one momenti kad sam se išao presvuđu 4 ujutro, vjetar piše hladno, neću nikad zaboraviti. Also diese Momente, wenn du um 4 Uhr aufstehst, es war so kalt, der Wind blies, musst dich umziehen, musst rausgehen. S momkom koji mi bio za 7 dana, ono, želio sam da udara, do sada. Mit einem jungen Mann zusammen, wo ich nach 7 Tagen ihn nur noch prügeln wollte, weil er mir so auf die Nerven gegangen ist. Und ich habe immer mit dem Finger auf ihn gezeigt. Aber vidite, ja danas kažem koliko mi je taj momak pomogao. Schauen Sie, ich begreife heute, dass er mir dieser junge Mann von damals geholfen hat. Koliko mi je želio dobro. Wie er mir wirklich Gutes wollte. U to vrijeme, tad nisam to shvaćao, mislio sam da nije mi bilo baš ugodno. Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht begriffen und es war auf keinen Fall für mich eine angenehme Situation. Ja danas vidim, kad sam ja bio anđeo čuvat drugom momku. Aber heute sehe ich, nachdem ich selbst Schutzengel für einen anderen jungen Mann war, koliko treba žrtve. Wie viel Opfer es dafür bedarf. Koliko mi taj momak želio dobro. Wie viel er mir damals also Gutes gewollt hat. Znači, znao me jedan dan. Er kannte mich einen einzigen Tag. Nije tražio od mene novac. Wollte kein Geld von mir. I želio mi dobro. Wollte mir nur Gutes. Meni to bilo čudno. Für mich war das sonderbar. I baš to su bili, vidite, prve 4 mjeseca u zajednici su bili za mene najteže 4 mjeseca moga života. Schaute, die ersten 4 Monate in der Gemeinschaft waren für mich die 4 schlimmsten Monate in meinem Leben. A ne zbog toga da, ja nisam imao krize zbog droge i nije mi falila droga kad sam ušao. Also nicht, weil wir vielleicht meinen würde, ich hätte Probleme mit dem Entzug von der Droge gehabt. Mir hat die Droge überhaupt nicht gefehlt. Ali u biti, moja poteškoća je bio taj korijen zbog čega sam se drogirao. Meine Schwierigkeit war diese Wurzel, warum ich überhaupt begonnen habe, Drogen zu nehmen. Moj egoizam. Mein Egoismus. Da sam bio lijen. Dass ich faul war. Da nisam samo prihvaćati i slušati druge. Dass ich nicht wusste, wie ich andere annehmen soll, auf sie hören soll. I da nisam bio sretan. Dass ich nicht glücklich war. U životu sam imao sve. Im Leben hatte ich alles. Imao sam i novac, imao sam materijalne stvari koje nisu me učinili sretan. Ich hatte Geld, materielle Dinge, all diese Dinge haben mich nicht glücklich gemacht. U zajednici sam vidio momke koji nemaju novac, nemaju televiziju, nemaju novine, nemaju ništa. Und in der Gemeinschaft habe ich auch einmal dann Jungs gesehen, die kein Geld haben, keinen Fernseher, keine Zeitung oder sonstiges, nichts haben sie. Koji po čitav dan rade, ganzen Tag arbeiten, mole krunice, Rosenkränze bilden, ali imaju osmijeh na licu. Und die haben ein Lächeln im Gesicht. I zadovoljni su zbog malih stvari. Und sind zufrieden wegen den kleinen Dingen. Tako da sam napravil jedan pul u toj kući tamo. So dass ich einen gewissen Weg in diesem Haus gemacht habe. Na početku mi bilo teško. Am Anfang war es wirklich schwer. Ali jako mi je ušla u srce ta kuća. Auch wenn dieses Haus besonders am Herzen jetzt liegt. Gdje jedan momak ne napravi čitav svoj put koji je u zajednici u istoj kući. Aber jeder macht nicht seinen ganzen Weg, den er in die Gemeinschaft ist, im gleichen Haus. Zajednica ima 60 kuća i kad vidi da je komodno jednom momku u jednoj kući, onda ga prebaci. Die Gemeinschaft hat nämlich 60 Häuser. Und wenn sie erkennt, dass es dem jungen Mann in dem einen Haus zu gut geht, dann versetzen sie ihn mal in ein anderes. U tom momentu taj momak se ustane da se pozdravi sa svima, da mu kažu i drugi to što misle. Und dann, bevor er das Haus verlässt, steht er auf, verabschiedet sich von allen, aber danach alle haben eine Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen, was sie über ihn denken. Ja se sjećam trenutak prvi, kad se prvi put ustao tako momak i odlazio tamo. Und ich erinnere mich an diesen Moment, als das erste Mal einer der Jungs aus dieses Haus verlassen wollte, als ich da war, aufstand. Izašla mi suza u tom trenutku. Ich habe in dem Moment geweint. I vidio sam, žao mi bilo da odlazi taj momak. Es tat mir leid, dass dieser Junge geht. I tu sam vidio koliko sam napravio, bilo iskreno prijateljstvo. Da habe ich dann erkannt, wie groß, wie sehr ich eine wahrhaftige Freundschaft mit ihm geschaffen habe. Pošto sam uvijek u životu mislio da imam prijatelje. Ich habe früher in meinem Leben gedacht, ich hätte Freunde. Aber prijatelje sam imao samo kad sam imao novac. Aber früher war es so, dass ich Freunde nur hatte, wenn ich Geld hatte. Kad je bilo neki interes. Oder wenn sie irgendein Interesse hatten. Aber
to nije prijateljstvo. Das ist nicht Freundschaft. Prijateljstvo je to kad mi neko želi dobro. Freundschaft ist das, wenn mir jemand Gutes will. Neko kaže istinu u lice. Wenn mir jemand die Wahrheit ins Gesicht sagt. Šta i danas nije lako za mene. Was mir auch heute noch nicht leicht fällt. Ali tako mi ovdje živimo. So leben wir hier. Ako mi na Damiru smeta nešto, onda si kažemo. Wenn mir bei Damir etwas fehlt, dann sage ich ihm das. I to je falilo isto u mojoj obitelji. Solche Dinge haben in meiner Familie gefehlt. Znači, i ovako, došlo je vrijeme da sam ja u toj kući morao otići. Und dann kam auf einmal die Zeit, dass ich aus diesem Haus gehen musste. I u 12 je bilo ručak, 5 do 12 su mi rekli da moram otići. Um 12 Uhr Mittagessen und 5 vor 12 haben sie mir gesagt, du musst gehen. Znači, za ručak sam se pozdravio za svima i još došao sam ovdje. Bei Mittagessen habe ich mich von allen verabschiedet und bin weggefahren und bin hier hingekommen. Ali jako mi je bilo žao napustiti tu kuću. Aber es war wirklich, es tat mir sehr leid, dieses Haus zu verlassen. Pošto sam me osjećao kao svoju. Weil ich dieses Haus als mein eigenes empfand. Pošto vidim da sam napravio nešto dobro u životu u toj kući. Weil ich erkennen konnte, dass ich etwas Gutes in meinem Leben in diesem Haus getan habe. Upoznao sam puno ljudi, puno susjeda. Ich habe viele Menschen, viele Nachbarn, viele kennengelernt. Ali tako da zajednica vidjela da imam potrebu za nešto za nečim drugim. Aber die Gemeinschaft hat erkannt, dass ich ein Bedürfnis habe oder Hilfe brauche in anderen Belangen. Da sam došao ovde. Dann haben sie mich hier versetzt. I sjećam se kad su me prvi put stavili kako pričati ispred ljudi. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal vor den Leuten reden musste. To je bilo gore. Das war viel schlimmer als Kühe reden. Znači, ovde je stalo. Hier blieben die Worte hängen. Ali danas sad nemam straha. Aber heute habe ich keine Angst mehr. Može vas biti i 5000, neću imat straha. Selbst wenn es 5000 wäre, ich hätte keine Angst vor ihm. To vidim da ovako pričam prije zajednice ispred ljudi, morao bi se dobro napiti prije. Wenn ich jetzt noch über Nacht nicht vorher, vor der Gemeinschaft, ich hätte so etwas tun sollen, dann hätte ich mir vorher noch den Kopf richtig mit Alkohol abfüllen müssen. Znači, zajednica mi dala tu slobodu. Oslobodila mojih strahova, mojih paranoja, mojih poteškoća. Aber die Gemeinschaft hat mir hier diese Freiheit gegeben. Sie hat mich befreit von meinen Ängsten, Paranoia, meinen Schwierigkeiten. Da pričam ispred drugih o svojim poteškoćima, o svome životu. Vor anderen über meine Schwierigkeiten, mein Leben zu sprechen. Da iskreno kažem kakav sam. Ehrlich zu sagen, wie ich bin. I tako puno pomaže meni. Und so, weil dies mir sehr hilft. Kroz ovo svjedočanstvo, vraćajući se u svoju prošlost. Durch diese Zeugnis zurückkehrend immer wieder in meine Vergangenheit. Vidim koliko je zajednica napravila za mene i za moju obitelj. Erkenne ich, wie viel die Gemeinschaft für mich und für meine Familie getan hat. Nema tih para šta bi ja trebao vraćati zajednici za to što je napravila za mene. Es gibt gar nicht so viel Geld auf dieser Erde, die man dieser Gemeinschaft geben könnte für das, was sie für mich getan hat. Jedino mogu biti zahvalan svojim životom. Ich kann nur mit meinem eigenen Leben dankbar sein. I čini je dobro drugima. Und versuchen Gutes dem Nächsten zu tun. Mogu vam posvjedočiti da sam danas sretna osoba. Und ich kann Zeugnis ablegen, dass ich heute wirklich eine glückliche Person bin. Ja, nemam novčanik, nemam para, ništa. Ich habe nicht mal ein Portemonnaie, geschweige denn Geld, nichts. To sam imao prije i nisam ga sredio. Ich hab das alles früher, aber nicht glücklich. Evo da, danas jesam. Heute bin ich es aber. Evo, hvala vama da ste došli, hvala vama da ste saslušali. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und dass ihr uns zugehört habt. Ako ima par pitanja. Wenn ich noch ein paar Fragen habe, würde ich gerne stellen.